Ich bin der Reinhard Klein vom Spielwarengeschäft Klein in Wuppertal, Elberfeld auf dem Ölberg. Ich bin hier auf dem Ölberg geboren, genau hier, ja nicht genau hier im Laden, sondern wie jeder andere Wuppertaler in der Vogelsangstraße, aber ich bin hier auf dem Ölberg groß geworden. Und der Ölberg ist einfach herrlich. Und wenn man heute erzählt mit multikulturell und solche Sachen, das war früher schon so. Na, da waren aus allen Herren Ländern waren die Kinder einfach Freunde. Ja. Der Laden hier existiert seit 1948. Meine Eltern haben den Laden aufgemacht, zuerst als Radio- und Fernsehgeschäft. Und zu den Radio und Fernsehen ist natürlich auch dann Eisenbahn in elektrisch dabei gekommen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass in die Radio- und Fernsehsachen nicht mehr so gut liefen, weil die großen Geschäfte, die haben das preiswerter verkauft. Und deswegen sind wir hier auf Spielwaren und Modellbahnen umgewechselt. Meine Mutter, die hat immer gesagt, wer macht das denn weiter, wenn ich mal nicht mehr bin? Ja, und da blieb es an mir kleben. Und hinter dieser Theke war ich schon als kleines Kind, so mit 11, 12 Jahren und habe hier schon verkauft. Und es macht immer noch Spaß. Das Geschäft ist nur zeitlich begrenzt auf, weil ich tagsüber als Elektriker unterwegs bin und dann bin ich auch freitags und samstags hier und meine Kunden kennen mich. Man kann hier nicht nur über Modelle und Autos sich unterhalten. Das ist hier so ein kleiner Treffpunkt für Leute, die auch mal ein bisschen was anderes erzählen wollen. Ich sage jetzt mal töttern, wie man hier im Wuppertal sagt. Das ist immer schön, hier hinzukommen. Das ist immer gemütlich, wenn dann auch andere kommen, die man mittlerweile auch über Jahre kennt, die also auch ihre Modellautos hier holen. Und wie gesagt, das ist natürlich noch diese Nostalgie, die hier noch herrscht. Ne? Das ist halt schön. Also, das erinnert mich auch so ein bisschen so an meine Jugendzeit, weil ich ja schon seit meinem 14. Lebensjahr hier Kunde bin und schon als kleiner Junge hier und schon die Eltern gut kannte. Und man schätzt so seine Hilfsbereitschaft und sein Bemühen. Man trifft sich ja auch immer sehr viel, mit dem man hier das Hobby teilen kann. Und er erfüllt also, wenn es geht, alle Wünsche, die so da sind. Und das schätzt natürlich seine Kundschaft und das schätze ich natürlich auch. Ich habe hier also viele Firmen, die für die anderen Geschäfte nicht reizvoll sind, weil es gibt wenig Rabatt darauf. Und deswegen kommen hier meine alten Stammkundschaften hin und Personen, die das aus irgendwelchen Quellen erfahren haben, die jetzt aus Düsseldorf, Leverkusen, Köln, Berlin, München, also aus dem gesamten Bundesgebiet, hier dann entweder vorbeikommen oder aber mich anmailen und dann schicke ich ihnen die Sachen vorbei. Ich habe hier auch viele alte Sachen, die es eigentlich auf dem normalen Markt überhaupt nicht gibt. Also Automodelle sammle ich ja selber. Na, mein Patenkind hat mal nachgezählt, ich habe 608 verschiedene MGs in der Vitrine stehen. Unter anderem auch sammle ich Blecheisenbahnen, sonstige Sachen. Und durch dieses Thema Modellbau oder Spielzeug habe ich mich mit Freunden zusammengetan und wir wollen ein Spielzeugmuseum eröffnen. Aber uns fehlen natürlich Sponsoren, die sich dahingehend begeistern, mit uns ein Gebäude aufzubauen oder ein Gelände zu kaufen, wo man ein Gebäude errichten kann fürs Spielzeugmuseum.
Die Idee war also 2012, waren eigentlich meine Automodelle, die ich selber gebaut habe und die so nie wieder beschaffbar sind, die ich selber gebaut habe und ich habe echt Angst, dass die verloren gehen könnten. Modell- und Spielzeugmuseum Wuppertal-Kronberg e.V. Das heißt also, das Modell steht auch mit an erster Stelle und natürlich kommen noch andere Dinge hinzu, die wir inzwischen gesammelt haben. Ich bin Experte für Steiftiere und für Blechspielzeug, Vorkrieg und für andere Dinge, habe ein riesen Archiv auch, das ich mit einbringen werde. Die Idee zum Museum ist doch, wenn wir mal nicht mehr sind, was machen wir mit den Sammlungen? Mhm. So, sollen die auf dem Flohmarkt verkauft werden, verhökert werden oder sollen sich andere auch noch mal ein bisschen Spaß machen, die Sachen anzugucken, aus der Jugend selber die Modelle noch mal wiederzusehen, wo man selber mitgespielt hat? Das ist doch eine schöne Sache. Da gab es auch mal eine schöne Geschichte. Wir bekamen Balsa-Holzflieger hier rein mit Gummimotor. Meine Mutter schenkte mir eins. Ich war auf der Straße mit diesem Flieger am Spielen. Meine Freunde und andere Kinder haben das gesehen, haben sich dann Geld bei der Mutter oder bei der Oma geholt und haben dann hier im Laden auch diese Balsa-Holzflugzeuge gekauft. Ja, Merchandising. Ha.